Das heißt, die Anstrengungen für HR werden immer und jetzt gerade für viele verschiedene Personalabteilungen sowieso schon stark, aber noch stärker, größer, überhaupt qualifiziertes Personal zu finden, aber vor allen Dingen zu halten, weil mit der Kündigungswelle zeigt sich ja auch, es sind halt auch Bedarfe da, die Mitarbeiter vernünftig zu halten und an das Unternehmen zu binden. Das wird immer herausfordernder und da hilft es auch nicht immer unbedingt nur, irgendwelche Awards eventuell zu gewinnen. Und um die Wertschöpfung in Unternehmen wirklich sicherzustellen, gewinnt somit HR wirklich innerhalb eines Unternehmens immer mehr an Bedeutung als wichtigster Wertschöpfungstreiber überhaupt und ist dadurch auch gefordert, wettbewerbsdifferenzierend am Markt zu agieren. Also das heißt, sich irgendwie als Arbeitgebermarke herauszukristallisieren, was habe ich hier mehr und besser bei dem aktuellen Arbeitgeber gegenüber vielleicht, wo das Gras vielleicht grüner wirkt. Ja, um das aber hinzubekommen, befinden sich halt noch viele und vielleicht Sie ja auch in einer Transformation weiterhin, die momentan existiert und immer mehr überfällig wird. Also wer da noch nicht viel getan hat, der hat noch richtig Baustellen vor sich. Und zwar nämlich von diesen administrativen Prozessen, um die sich eine Personalabteilung in der Vergangenheit gekümmert hat, zu mehr wertschöpfenden Prozessen zu kommen. Und wie das gestaltet wird, ich denke, das ist auch jedem klar. Die Notwendigkeit, die administrativen Prozesse zu digitalisieren. Jedoch ist das Digitalisieren ja nur der erste Schritt. Damit gewinne ich manchmal ein bisschen Effizienzvorteile und kann mich dann ein bisschen mehr um die Mitarbeiter an sich kümmern, sondern der nächste Schritt auch stark zu automatisieren. Und damit einhergehend halt auch, wenn ich über das Thema Automatisierung spreche, also Robotik im Sinne von Software-Robotik oder Chatbots etc. pp. Dann wandelt sich aus einer HR-Abteilung in ein kleines Mini-Software-Unternehmen. Getreu dem Motto, den unser Gründer geprägt hat, jedes Unternehmen wird ein Software-Unternehmen, wird HR auch ein Software-Unternehmen. Und um das zu bewerkstelligen und zu leisten, braucht es halt auch IT-Systeme, die dabei einen unterstützen, diese Automatisierung überhaupt zu machen, die eine Personalabteilung enablen dahingehend. Und da gibt es am Markt mittlerweile eine Hülle und Fülle von verschiedenen Systemen, die alle ihre Schwerpunkte, ihre Spezialitäten haben, ihren Fokus haben und wo es mittlerweile sehr, sehr schwer fällt, halt auch den Überblick zu wahren und das die Differenzierung vorzunehmen.